Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auf Renas Live wieder dabei seid. Ich habe vor einiger Zeit mein Video hochgeladen mit Disney-Filmen früher und heute. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, meine Top 5 Serien von früher und heute, nicht von Disney, sondern allgemein, mir mal rauszusuchen und euch sie mal vorzustellen, falls ihr vielleicht die ein oder andere nicht kennen solltet. Wenn ihr Lust habt, dann lasst mir doch gerne mal unten in den Kommentaren eure 5 Top-Serien von früher oder heute da. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder ob ihr vielleicht selber irgendwas nicht kennt oder absolut genauso gesuchtet habt wie ich. Ich fange einfach mal an mit den Serien von früher. Ich muss das mir leider hier oben hinlegen, weil Bücken mit dickem Bauch ja, etwas schwieriger ist. Und zwar, also diese Kategorien oder DVDs sind nicht sortiert, nur nach früher und heute. Einfach, weil mir das immer ziemlich schwierig fällt. Und zwar haben wir hier als allererstes Full House. Ja, wer die Serie nicht kennt, es geht um den lieben Danny, der seine Frau leider verloren hat, aber 3 Kinder besitzt und sich zur Versorgung der Kinder quasi seinen Schwager und seinen besten Kumpel ins Haus holt, der so, die dann so ein bisschen mit die Kinder erziehen. Was ich sehr schade finde in Deutschland ist, dass es, glaube ich, nur die ersten 4 Staffeln auf DVD gibt. Also ich hätte gerne mir gewünscht, dass sie noch mehr rausbringen, denn ich hätte gerne die ganze Serie gesammelt. Ich finde es nämlich so, so schön. Einfach Baby Michelle, die wird gespielt von Mary-Kate und Ashley Olsen. Ja, aufwachsen zu sehen, das fand ich sehr, sehr schön und sehr, ja, eindrucksvoll halt einfach auch, wie die so schnell groß werden. Ja, das ist die erste Serie. Dann habe ich hier eine deutsche Serie und zwar Gabi Köster in der Serie Ritas Welt. Das war so früher so unser Sonntagsprogramm. Da lief das, glaube ich, noch auf RTL. Und ja, schade, dass es damit nicht mehr weitergeht. Wie ihr ja vielleicht wisst, hatte ja die Gabi Köster vor ein paar Jahren einen Schlaganfall. Und ja, macht leider keine Serien mehr in diesem Sinne. Dort geht es um eine Kassiererin an einem Supermarkt und ihre Freunde bzw. Arbeitskollegen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Comedy-Serie. Dann eine Serie, die habe ich früher schon total gesuchtet und habe mir alle 10 Staffeln davon gekauft, einfach weil die Serie so klasse ist. Und zwar Friends. Ja, dort geht es um 3 männliche und 3 weibliche Freunde. Ja, seht ihr ja hier, die in einem Mehrfamilienhaus so mehr oder weniger zusammenwohnen. Also hier Rachel und Monica wohnen in einem Apartment, gegenüber wohnen Joey und Chandler. Das da ist der Bruder von Monica und eine Freundin, die wohnen zwar nicht in dem Haus, aber trotzdem spielt sich sehr viel eben bei Monica ab. Und ich finde die Serie auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Finde auch später in der Serie die beiden hier als Pärchen sehr, sehr toll. Ich wollte natürlich keinen spoilern, aber wenn ihr die Serie kennt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare rein, welche Pärchen oder welches Pärchen ihr in der Serie am tollsten fandet. Ja, auf jeden Fall eine Serie, die ich früher so wie heute total gerne gucke. Dann habe ich hier die Komplettbox von Gilmore Girls. Ja. Ich kann sie nochmal hochhalten. Dort drin sind alle Staffeln. Alle 7 an der Zahl. Ups. So. Ja, ich finde das ziemlich cool, dass das so schön sortiert da drin ist. Ja, Gilmore Girls. Auch eine sehr, sehr tolle Serie. Dort finde ich sowas von toll. Einfach die Harmonie zwischen Lorelei und Rory. Einfach eine tolle Story zwischen Mama und Tochter. Und gleichzeitig finde ich auch Suki, die Melissa McCartney, sehr, sehr cool. Die Schauspielerin mag ich heute noch wahnsinnig gerne und gucke auch Filme total gerne mit ihr. Ja, finde ich auf jeden Fall eine super Serie. Ich finde halt allein das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter sowas von klasse.
Dann habe ich hier noch eine sehr, sehr coole Box. Und zwar die King of Queens Box. Ja, wer kennt Duck und Carrie nicht, oder? Mal ganz ehrlich, ja, dort geht es um ein Ehepärchen, das in einem Haus lebt und der Vater der Frau lebt im Keller aufgrund dessen, ich glaube, weil irgendwann am Anfang erklärt wird, dass Arthurs Wohnung abgebrannt ist. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Season 1 bis 9. Ich mache auch mal ebenfalls diesen Kühlschrank hier auf. Ja, 1 bis 9. Auf jeden Fall sehr cool. Ich finde halt auch die Aufmachung dieser Box ziemlich cool als Kühlschrank. Ja, es geht um einen UPS-Fahrer und eine, ja, was ist Carrie? Wie nennt man das? Bürofrau, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt gerade Assistentin oder so. Mir fällt gerade kein besserer Begriff für den Beruf ein. Ja, auf jeden Fall auch eine mega coole Serie. Allein schon, weil Arthur so manchmal einen echt zu Weißblut bringt und Duck und Carrie ja auch ihre Macken haben. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr tolle Familien-Sitcom. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Das sind meine Top 5 Serien gewesen, die ich früher total mochte und total gesuchtet habe. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde diese Serien heute noch total klasse. Aber wir gehen mal ein bisschen ins Modernere. Und zwar das, was heute so läuft und heute so geschaut wird. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich so auf die Serien von früher und heute gucke, die mir gefallen haben, sind die alten auf jeden Fall die, die so eher in die Comedy-Richtung gehen. Und heute zwar auch noch Comedy, aber trotzdem auch ein bisschen anspruchsvolleres. Ja, wir legen einfach mal los. Und zwar heute mag ich total gerne immer noch die Schauspielerin Melissa McCartney. Deswegen sind wir letztes Jahr auf die Serie Mike und Molly gestoßen. Dort geht es um Molly, eine Lehrerin, und Mike, ein Polizist oder Streifenwagenfahrer, wie auch immer. Mollys Familie, die so ein bisschen abgespaced ist. Also ich finde ihre Familie echt schon ziemlich seltsam. Von der Serie gibt es leider nur 6 Staffeln, was ich sehr bedauere. Und die letzte Staffel haben wir noch gar nicht geschaut. Ja, super tolle Sitcom. Und sehr zu empfehlen, auf jeden Fall auch so ein bisschen, finde ich persönlich, geht es in die Richtung King of Queens so. Wenn ich vergleichen müsste, dann haben wir natürlich eine ziemlich selbsterklärende Serie, die eigentlich jeder kennen müsste, sollte, denke ich mir zumindest. Und zwar geht es hier um The Big Bang Theory. Ja, auf jeden Fall, ich fand am Anfang, so wie ich ab und zu mal im Fernsehen eine Folge gesehen habe, fand ich die Serie irgendwie nicht so dolle. Aber nachdem wir uns die erste Staffel zusammen gekauft haben, mein Mann und ich, und wir da so Folge für Folge nachgucken konnten, fand ich sie mega, mega witzig. Vor allem, glaube ich, macht auch sehr, sehr, sehr viel in dieser Serie Sheldon Cooper einfach aus. Ich glaube, wenn der nicht so wäre, wie er ist, dann wäre die Serie vielleicht doch nicht mehr so anschauenswert. Also bin ich ganz ehrlich. Dann habe ich euch vor kurzem eine Disney-Serie vorgestellt. Und zwar Once Upon a Time. Ja, dort geht es wie gesagt um Märchenfiguren und um die reale Welt und alles so ein bisschen verdreht. Und wer das nicht so weiß, der schaut gerne mal in der Disney-Serienvorstellung rein. Dort erkläre ich nämlich etwas genauer diese Serie. Also ich finde diese Serie total klasse. Und dann 2 Serien, an denen, glaube ich, niemand vorbeikommt. Und zwar ist es einmal The Walking Dead. Wahrscheinlich auch nicht jedermanns oder Fraus Sache. Ja, da geht es um Untote, wie ja auch der Titel erklärt. Und zwar ist da eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Beziehungsweise dort heißt es eher Walker, beziehungsweise, ja, Untote. Und es geht halt um verschiedene Lager,
noch Menschen, die es eben gibt und dass halt, wenn Menschen aufeinandertreffen, halt oftmals auch Kriege ausbrechen, aber auch um Freundschaften und Liebe und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Serie. Und ich freue mich aktuell auch auf jeden Fall auf Oktober, denn da soll dann bald die 7. Staffel, glaube ich, starten. Ich glaube, die 7. Ich blick da mittlerweile nicht mehr so ganz durch. Und die nächste Serie, an der keiner vorbeikommt, ist Game of Thrones. Eigentlich auch mittlerweile ziemlich selbsterklärend. Es geht um verschiedene Häuser. Es ist so ein bisschen, was heißt bisschen? Eigentlich, es spielt eher so Mittelalter. Es geht um Kriege, um den Thron, um, ja, eigentlich alles, was so dazu gehört. Ich finde die Serie auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool und ich bedauere sehr, dass es im Moment nur auf Sky läuft. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Staffel. Und ja, das war's leider schon. Das waren meine 10 Serien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwelche Serientipps habt, die aktuell sind oder auch vielleicht Sachen von denen, die ich vorgestellt habe, noch nicht kennt, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüss.